Ah, shit. Was? Falsche Frosch. Ja, leck dran. Und dann? Wo geht's ab, Alter? Das ist ein scheiß Lego an! Guck dir das an! Ich hab einen lebenden Pfeil, Fritschgosch. Scheiße, Alter, geh weg, Alter. Alter, was ist mit dem? Ich schmeiß den ins Wasser. Hau ab, Alter. Guck mal hier, komm mal schnell her. Was denn? Hier läuft ein scheiß Lego an rum. Ja, ich hab gesehen. Ich hab dich vergiftet, Mann, in der ersten Sekunde, Alter. Nur weil ich den scheiß Schweigeforsch aufgenommen habe. So, also hier bleibt man nicht, oder wollt ihr hier bleiben? Nee, oder? Nee. Also ich denke auch, dass wir irgendwo hinlaufen und uns einen schönen Platz suchen. Wo seid ihr? Wir müssen ein bisschen oben, oberhalb. Guck mal hier oben auf dem... Ah, nice. Alter, kommen wir da nicht hin? Schmitz den unerreichbaren Stein geboten. Nüsse sind gut. Oha, ja, Bananen können wir jetzt schon mal... Brauchen wir auf jeden Fall einige für die Reise. Ich grad nicht gut. Oh, da ist eine Schildkröte. Nice. Oh, sammeln. Echt? Fuck, Junge, Alter. Alter, richtig so kaltblütige. Hab ich zwei Stöcke? Zwei Steine für ein Messer. Alter, Schildkröte, Schildkrötenpanzer. Alter, ich bestimmt kann ich das auf den Kopf setzen, die Schildkröte. Nee, da kann ich irgend so Wasser sammeln oder so. Alter, krieg ich nur so durch die Gegend. Was hast du schon alles eingesammelt? Ich glaub, nee, das ist Shit, warte mal. Alter, das schmeißt das Leichteste raus. Hä? Alter, du hast wahrscheinlich Knochen und Fleisch, oder? Oder die, du bist geduckt, läufst du, gell? Ach so, läuft, okay. Das ist voll schwer. Aber die Schnecken sind auch gut. Oh, Alter, das ist eine Krabbe. Das sind Krabben, Jungs. Ja, wir brauchen einen Speer, um die zu spießen, glaube ich. Und dann kannst du auch so Fische fangen. Oder hinten, ich guck, es noch, da rollt eine runter. Ja, aber ja, zack, Junge. Nehmen. Unbekannte Nuss, die sind auch gut, die geben Proteine. Ja, die habe ich gerade eingesammelt. Für den ersten Proteinverbrauch. Ich will auf so einem fetten Berg oben irgendwie bauen, aber es muss halt auch so, das Baumaterial muss auch in der Nähe sein. Hier haben wir halt auch, in die Richtung haben wir Holz und in die Richtung haben wir Bambus, also wir haben beide Materialien. Und wir haben Wasser in der Nähe, also ich finde es hier oben super. Wo hat's Wasser? Ja, da unten, der Fluss. Da unten. Ah, ja. Wo wir gerade waren. Wir haben hier massenhaft Bambus, dann müssten wir fast das Bambus bauen hier. Ja. Und wenn ihr tote Vögel findet, die mitnehmen, ich glaube, die halten sich relativ lange. Also wenn du die einfach so den toten Vogel im Inventar hast, okay, hält sich das länger, als wenn du das Fleisch dann erst kochst. Also gut, musst du es halt dann erst kochen. Inventar erst mal checken, ich habe 1000 Sachen eingesammelt. Und krass, hier ist schon so ein großes Feuer, das ist, glaube ich, von Vorteil. Da kannst du viel mehr braten. Und wir sollten uns als erstes ein Bett bauen. Ja. Wenn wir keinen Wurm kriegen. Sollen wir mit Bambus bauen erstmal, oder? Ja, Bambus hat es hier tonnenweise. Ja, ich würde auch mit Bambus bauen. Okay, dann baue ich jetzt mal einen Bambus-Rahmen. Wo sollen wir den hin? Übers Feuer erstmal, das wäre vielleicht auch wichtig. Ja. Dass wir das Feuer halten können. Jetzt haben wir hier schon Bambus. Haben wir hier irgendwas, wo wir... Hier liegen Kokosnüsse. Ja. Ja, wir sollten jetzt dann schon mal welche essen, damit wir die aufstellen können für Wasser. Ich hätte gesagt, hier hinten habe ich mal schon mal ein bisschen was freigemacht. Ah, da hast du deine Schildkröte hingelegt. Ja, Mann. Beste, Alter. So, hier. Hier an dem Baum lege ich Ding hin. Ich habe hier einige Früchte. Gibt's hier aber keinen. Müssen wir erstmal 4 Wände drum machen, um, weißt du, dass man das Dach begehen kann, Maki. Das ging ja bei uns dann nicht. Ja, ich glaube, du musst das Lehm oder so hinmachen. Boah, krass, man kann auch oben drauf bauen, okay. 3 Bananenblätter brauchen wir noch. Warte mal, ich habe hier noch einen Baum. Boah, ist mega tricky zu bauen hier. Da können wir dann ein Schlafding drunter bauen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wir müssen auch gucken, dass wir jetzt nicht zu viel weg abholzen, weil das auch eben, also Bananen wachsen dann halt auch Bananen dran, logischerweise. Ja, ja. Also was machen wir? Bananen-Dingbett haben wir gesagt, gell? Ja, mach mal welche hin. Ich habe gerade schon ein paar Palmenblätter in der Hand. Palmenblätter? Ja. Da müssen wir uns so einteilen. Den Teil kann schon schlafen, der Rest muss arbeiten. Ja, Mann.
echt so. Und was oben waren, Bananenblätter? Shit, hätte man vielleicht ein Palmdach nehmen sollen. Wasch ein bisschen Energie, muss ich nach jedem Schlag ausatmen, Alter. Weil wir machen es zusammen. Okay. Aber ich finde schon eine alte Axt. Ich hab, was hast du für eine Axt, Alter? Ich wollte die, glaube ich, auch bauen, aber ich habe nur so Low-Budget-Variante davon gemacht. Ich bin mega gespannt, wenn wir dann oben drauf bauen können. Mhm. Alter, das habt ihr schon wieder fertig. Ja, ist doch egal, wir werden noch genug brauchen, keine Sorge. Ja, Mann. Es regnet gleich, jetzt können wir gleich wieder was trinken. Ich bin ein bisschen schmutzig noch. Voll ja, ich auch, stimmt, Alter. Ich hätte mich vorher mal putzen sollen. Wird man im Regen eigentlich auch sauber? Ah ja, doch, ich bin sauber geworden jetzt. Okay, dann war das automatisch so. Alter, erstmal den Schildkrötenpanzer leer trinken. Nee, ist fertig. Ich geht ja gleich auf meinen Schildkrötenpanzer. So, jetzt bin ich mal dran mit Schlafen. Ja, Mann. Ja, und wie,